Willkommen zurück zu Go Vacation. Es geht nun mit Schneerennen weiter. Und wahrscheinlich muss ich jetzt, wie ich schon gesehen habe, dadurch die Tore, ja? Ist also Slalom und kein Rennen, okay. Ich will nicht zu viel Gas geben, denn immer wenn man Gas gibt, ist es ja so, dass man wegen der Bewegungssteuerung halt eben nicht mehr so gut lenken kann, weil beides Bewegungssteuerung ist. Und das eine schließt ja das andere dann aus. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, jedenfalls. Sollte es aber auch trotzdem noch ganz möglich sein. Hoffe ich mal. Nur ich will halt nicht wissen, wie es dann bei schweren Leveln aussieht. Zum Glück ist aber der Abstand zwischen den beiden Toren immer ziemlich groß. Was dann dennoch ziemlich gut ist. Ja, locker machbar. Okay. Damit hätten wir schon jetzt ganz schnell uns diesen Stempel geholt, aber mal gucken. Vielleicht machen wir auch noch den Silberschlüssel. Mal gucken, was für den Silberschlüssel verlangt ist. Trickherausforderung. Von wie mir immer noch die Störung erklärt wird. Ich bin ja schon seit 2 Parts hier drin. Okay, es gibt Sprintrennen auch noch, aber mach erstmal Slalom, weil wir damit 5 Stufen. Ekelhaft, okay. Machen wir erstmal die letzte und dann gucken wir. 2 Minuten 40. Okay, das mit den Toren sind ja zum Glück sehr weit auseinander, nehme ich jetzt hiermit offiziell zurück. Hier muss man sogar bremsen. Das heißt, mit Vollspeed hier lang zu fahren ist sowieso unmöglich. Können ja auch unmöglich von einem verlangen. Ja, wo ist das nächste? Okay. Okay, das haben wir aber schön weit auseinander gemacht, damit man sich orientieren kann. Haben sie ziemlich gut gelöst. Okay. Hier muss man doch bremsen, ist doch alles nicht machbar. Aber habt ihr eben gesehen, wie viel Restzeit da noch übrig war. Ich glaube, da kommt jetzt nicht auf jede Sekunde an. Andererseits sehe ich noch nicht das Ziel. Okay, jetzt habe ich es gesehen. Ist denn noch ein ganzes Stückchen bis dahin? Was? Da konnte ich jetzt nichts dafür. Okay, das eine da vielleicht daneben, aber beim anderen nicht, weil ich konnte ja gar nicht mehr lenken. Ja, okay, da ist es schon. Und was reg ich mich denn hier auf? Da ist doch schon das Ziel. Da darf er sich auch gerne mal ausruhen und sich hinlegen. Und die schöne Landschaft genießen. Und sich abfeiern lassen. Bevor ich jetzt weitermache mit Stufe 4. Ich glaube, eins am Rennen. Ich glaube, das war mit dem Quad. Das habe ich sogar nicht gemacht. Einfach weil es zu scheiße war mit der Bewegungssteuerung. Es ist einfach ein Problem in diesem Spiel.
Haben sie zum Glück in der Switch-Version gefixt. Aber hier ist es immer noch ein... Was ist immer noch? Hier ist es einfach ein Problem. Okay, jetzt geht sie einmal durch diese kleine Stadt. Ich gebe schon die ganze Zeit Gas, aber der macht nicht schneller. Und wahrscheinlich, weil es nicht bergab geht. Okay, da ist schon das Ziel. Und jetzt in Super Speed. Da konnten sie keine Hindernisse, keine Tore hinklatschen. Weil der Buckelpisse wäre auch zu dumm gewesen, wenn die da jetzt Hindernisse gemacht hätten. Okay, beim Balti muss man aber schon ein bisschen den Überblick behalten. Aber das ist alles ganz locker easy. Ein bisschen abbremsen, dann ist man dann doch ein bisschen schnell unterwegs. Aber passt schon. Ja, kann sich wieder ein bisschen ausruhen. Zum Glück schaut er die Kamera nicht hin. Wahrscheinlich liegt er jetzt da so blutverschmiert am Boden. Meine Vorstellungen. Okay, Stufe 3. Dann dauert das hier doch schon länger als erwartet, wenn ich jetzt hier die ganzen Silberschlüssel mache. Aber okay, das Spiel ist halt so designed und... Anders als Nintendo möchte ich hier schon zumindest einige Silberschlüssel sammeln. Also wie gesagt, habe ich ja in allen Parts erwähnt, aber um Gottes Willen mache ich hier nicht alle Silberschlüssel im Spiel. Wenn ich auf was keinen Bock habe, dann mache ich es auch nicht. Aber das hier, das ist ja noch erträglich. Ist einfach ein kleines Mini-Mini-Game. Noch gut auszuhalten. Also mit den Skiern wird man nur vernünftig schnell, wenn es bergab geht. Okay, der ist jetzt wirklich sehr weit weg. Okay, der Schein trübt. Und da sehe ich auch schon das Ziel. Da hat man da auch viel weniger Zeit. Und okay, das ist ja nicht mehr viel. Boah, jetzt geht's schnell. Jetzt muss man reagieren. Da kommen die Skills. So, jetzt habe ich auch noch 96 Zweckpunkte und einen gefehlten Sideflip. Damit habe ich jetzt die Zweckpunkte wieder vernichtet. Okay, nur noch eins, und zwar Stufe Nummer 2. Eine Minute 55. Kommt dir so vor, da sind wir jetzt jedes Gebiet einmal lang gefahren mit den Skiern. Was jetzt an für sich ziemlich gut ist, dass man halt nicht immer nur dasselbe fährt, dass dann die Variation darin besteht, dass man immer wieder andere Streckenabschnitte bekommt. Das Geräusch. Bisschen weird, aber in Ordnung. Aber davon ist auch schon das Ziel. Was zum Teufel, was denn das? Dafür bin ich jetzt auch hier nicht sonderlich schnell, muss man aber auch bedenken. Aber dennoch.
ganz einfach, weil wie viel Restzeit man einfach noch hat. Und es war jetzt ja auch nicht allzu, ich meine, ich habe jetzt keinen Fehler gemacht, aber da war auch noch Luft nach oben bei mir. Das war ja echt easy. Okay, Sprintrennen. Auch 5 Stufen. Okay, machen wir. Ich meine, wenn es ja ein Sprintrennen ist, dann kann es wohl nicht schrecklich lang dauern. Wenn es jetzt schrecklich lang dauert, dann lügt mich hier das Spiel an. Ich weiß, geht die ja schon bergab. Shit, daher wird es wohl ziemlich schnell gehen. Hier fehlen einige auch noch Snowboards. Ich dachte, es wäre ein Skirennen und kein Snowboardrennen. Aber in Ordnung. Machst du diesmal keine Zweckpunkte? Eigentlich wollte ich welche machen, aber das Spiel hat es nicht anerkannt. What the hell? Was ist mit den CPUs los? Hacken die? Oder gibt es ja irgendeinen Trick, den ich nicht kenne? Oder nehme ich nicht die innere Kurve oder was? Ja, ich glaube, ich habe einfach nicht die innere Kurve genommen damit. Mit der inneren Kurve muss man sich halt immer absetzen. Oh, also guckt ein, wie viel Vorsprung ich habe. Und das nur, weil ich die innere Kurve perfekt genommen habe. Wobei ich jetzt aus irgendeinem Grund wieder Vorsprung verliere. Kann es etwa sein, dass auf gerade Strecke CPUs schneller sind als man selbst? Wenn ja, dann weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Aber okay, ist trotzdem einfach. Machen wir noch Stufe 4. Und vergnügen uns an diesem Hund da. Es geht sogar berghoch. Was zum Teufel? Dann guckt euch das an. Die sind auf geraden Strecken eindeutig schneller als ich. Eindeutig schneller. Ein Shortcut oder nicht? Ich hoffe, es ist ein Shortcut. Wie will man das denn hier schaffen? Hier sind ja eindeutig schneller und man kann nicht aufholen. Was zum Geier? What? Ich meine, ich mache hier schon so viel Gas, wie ich nur Gas machen kann. Nehmen Sie nicht die innere Kurve. Oh, fast hätte er mich gerammt. Also bisher war bei Rennen die CPUs immer ein bisschen dumm programmiert worden, aber das hier, das springt ja alles. Die sind schneller, aber nehmen total blöd die Kurven. Also das hätte man viel besser programmieren müssen. Holen Sie mich wieder ein oder was? Buff. Okay, nehme ich mal so hin. Stufe 3. Da darf ich etwa aussuchen, ob man Ski oder Snowboard holt. Reiche die Ziele vor deinen Gegner. Nochmal für die Vollidioten.
jetzt sind sie von Anfang an lahm. Jetzt holen sie wieder auf. Jetzt hacken sie. Okay, wenn man in der Luft ist, kann man nicht ganz so gut lenken. Eigentlich wollte ich gar nicht mehr Tricks machen, hat das Spiel aber trotzdem gemacht, weil es dachte so, mach jetzt mal was, was als Input gar nicht vorgegeben war. WTF, die überholen mich! WTF! WTF! Okay. Leck mich. Also, wie will man das denn schaffen? Oder vielleicht muss ich Snowboard verwenden, weil du bist ja immer einer mit dem Snowboard, der gehackt hat. Vielleicht ist der Snowboard schneller als Ski. Keine Ahnung. Will ich jetzt ausprobieren? Also wenn ja, dann WTH. So, ich mach jetzt Snowboard. Mal gucken, ob ich jetzt irgendwie schneller bin. Keine Ahnung. Der hackt. Okay, wie will man das denn schaffen, wenn die einfach schneller sind? Verstehe ich nicht. Und das ist wieder eins dieser unmöglichen Aufgaben. Es sind aber manche dabei, die kann man einfach nicht schaffen. So ist es halt einfach. Okay, wo ist das nächste? Das ist da oben. Also hier, glaube ich. Schon das Schneemobil muss ich nicht so dumm schütteln. Ah. Ich habe schon 100 Mal mit diesem Ding gefahren, please. Spiel hätte ich wohl für dumm. Und ich muss Sporttricks machen, da kann ich mich erinnern. Denn da sind manche Tricks dabei, die ein bisschen gestört sind. Und weil die mir nicht richtig funktionieren, aber okay. Ich gebe es mal einen weiteren Versuch. Vielleicht war ich damals einfach nur kacke. Man muss es hier mit dem Snowboard machen. So, das war ja easy. Stopp, es gibt da 10 Stufen und Stufe 10 ist gestört. Und ich glaube, ich versuch's auch erst gar nicht. Ah, Schneereifen. Hat gesagt, ich soll's mal ausprobieren. Okay, mach ich. Gas geben, ich ja schütteln, why not? Reifenbowling. Also kein Rennen, sondern Bowling. Interessant. Die Musik.
Strike. Oder so. Jetzt nicht. Wie soll ich das denn schaffen? Das ist ja ein Split. Auch cool, dass man noch steuern kann, wenn das man hinter der roten Linie ist. Kappa. Hab ich jetzt leider nicht gerechnet. Okay, dafür habe ich jetzt wieder einen Strike. Das jetzt nochmal oder ist es jetzt vorbei? Okay, ich darf nochmal. Guck mal, was. Oh nein, jetzt habe ich ihn hinter nicht getroffen. Okay. 45. Und ich muss mindestens 30 schaffen für den Silberschlüssel. Okay. Das wäre überhaupt das Maximum. Ich glaube, das wäre... Keine Ahnung. Okay, als nächstes Mal werde ich die mobile rennen. Ja, es geht noch in diesem Part. Nicht so dumm im Weg. Erreiche die Ziellinie vor den Gegnern. Ich hoffe, dass sie diesmal nicht mehr so rumhacken. Okay, der ist am Anfang Gas geben, ist ja meistens so. Nach Definition trotzdem hacken wäre, aber okay, dann lassen wir mal so stehen. Solange jetzt nicht auf einmal irgendwie schneller sind als man selbst, dann soll es ja noch okay sein. Vor allem am Anfang des Let's Play wir mit dem Quad-Tour und dem anderen Chatboot-Rennen, da war es ja so, dass die ja langsamer waren als man selbst. Das heißt, man konnte die richtig easy überholen. Ja. Ich verstehe es auch nicht. Darf man mit den Kurven nicht Vollspeed fahren, sonst kommt man nicht gut rum. Aber auch an sich ist das dann wieder so langweilig wie... Ja, mir fällt jetzt kein Vergleich ein. Ne, mir fällt einfach kein Vergleich ein. Drüber springen. Ich meine, es ist ja verständlich, dass man nicht drüber springen kann, aber
Eigentlich müsste die Höhe passen, das heißt, es ist eine unsichtbare Wand im Spiel. Oh, Schreck. Oh. Okay. Okay. WTF? Bin ich ja noch morgen dran. Wenn jetzt hier alles 5 Stufen hat, aber okay, ziehen es durch. Wird es halt eben wieder so ein 40-Minuten-Part. Aber okay. Hätten 3 nicht auch gereicht, so rein theoretisch? Das Spiel ist scheiße. Auch hier wieder das Phänomen, dass man einfach schneller ist als die CPUs. Dafür baue ich gerade heftigen Bullshit. Wie lange ist jetzt einfach die Runde? Es kann auch lange dauern. Nee, 41 Sekunden für eine Runde. Das heißt, dass das Rennen voraussichtlich 2 Minuten 30 geht. Aber wie gesagt, ich habe eben auch noch ein bisschen Bullshit gebaut. Das heißt, vielleicht schaffe ich ja auch jetzt so eine 45 Sekunden Runde. Wenn ich mich besser anstellen würde. Wir sehen es ja gleich, wie schnell man ist, wenn man keinen Bullshit baut. Ja, die Kurve auch nicht optimal genommen. War trotzdem besser als die vorherige. Boah, etwas. Unsichtbare Wand, na toll. Ich dachte so, ja, jetzt springe ich da ganz skillig darüber und dann unsichtbare Wand. Danke auch. Ja. Nicht den Baumraum, oh. Und schaffst du es nur die 2,30? Als ich 31 dann wieder auf 30 zurückgegangen, oder? Lügen mich meine Augen an. Böse Augen. Schneller, oh no. Und kriegst den. Yay. Wenn ich sauber die Kurve nehme, dann sollte es doch gehen. Das war leider nicht optimal. Was ich auch sehr interessant finde, ist, warum nur ich eine Schneespur hinterlasse und die kommt nicht. Und jetzt ist die Schneespur komplett weg. Etwa weil hier 50.000 Schneespuren zu viel für die arme Wii wären, oder wie sieht's aus? Doch, die CPUs sind lassen sich spuren, aber dann
Und wahrscheinlich so eine unsichtbare Kehrmaschine, die alle Schneespuren wieder beseitigt. Oder so. Autsch! Bin ich so hoch gesprungen? Ich bin irgendwie auf die Fresse geflogen und dann irgendwie so ganz komisch nach oben. Also, wenn du jetzt nicht ins Krankenhaus landest, dann. Keine Ahnung. Dann bist du kein normaler Mensch mehr. Schubst mich nicht. Dafür schubst du jetzt den anderen weg. Und dafür werde ich jetzt bestraft mit Karma. Toll. Ah. Das mache ich nochmal. Schubst mich nicht. Es ist komisch. Man wird irgendwie... Muss man... Irgendwie wird man rumgedreht. Also man... Ganz komisch, wenn ich zwei da kollidieren, die Physik. Ist doch ganz komisch. Und was ist das denn hier für eine kurze Runde? Ich meine, schon ist geil, dass die Runden jetzt kürzer sind. Denn lange Runden langweilen. Und die CPUs scheinen gar nicht mal so scheiße zu sein, denn ich kann sie nicht abhängen. Sie kleben an meiner Ferse. Oder an meinem Hinterrad. Kommt drauf an. Also das ist bisher, bis auf unfairer Betrug von am Anfang des Parts mit dem Skirennen, doch das schwerste Rennen, was trotzdem fair bleibt. Das ist doch etwas, was ich mag. Kurze Rennen, aber dafür knackig. Unter einer Minute. So will ich es bei allen Rennen haben. Jetzt auch bei Stufe 2. Macht es genauso wie bei Stufe 3. Kurz, aber knackig. Sieht nicht danach aus, denn es geht jetzt schon viel zu lange geradeaus dafür. Ich glaube, das wird sogar das längste von allen, wenn man sich anguckt, wie lange es hier geradeaus geht und wie wenig sich dieser Dings bewegt. Okay, das wird jetzt wahrscheinlich ein 4-Minuten-Rennen. Yay. Danke, Spiel, dass du auf meinen Tipp hörst. I love you too. Vor allem ist das Fahren nach oben auch noch langsam. Also, auch selbst Popcorn würde das nicht interessant machen. By the way, ihr könnt euch übrigens mal ruhig Popcorn mal machen, wenn ich hier fahre. Da ist genügend Zeit. Wenn ich jetzt im Ziel bin, müsste eigentlich schon das Rennen vorbei sein von der Länge her. Aber es ist nur ein Drittel. Oh no. Ja, müsste jetzt eigentlich schon vorbei sein von der Länge. Es wäre perfekt, wenn es jetzt vorbei wäre, wäre es die perfekte Länge für ein Rennen. Meiner Meinung nach. Ich meine, an für sich hat das ja keinen Inhalt, dieses Rennen. Darum bin ich ein Fan davon, wenn halt die Strecken kurz sind, weil es ist jetzt nicht wirklich interessant, aber wenn es halt kurz ist, kann es halt eben doch diese Lücke dann ausgleichen, was aber bei langen Strecken keine Entschuldigung ist, dass das einfach viel zu langweilig ist. Ich meine, da will jetzt hier nicht das Ultra-Gameplay reinhauen, denn ich glaube, das Spiel ist auch für eine etwas jüngere Zielgruppe gemacht, aber ein bisschen interessant hätte man schon gestalten können. Wie wäre es denn zum Beispiel mit irgendwie, keine Ahnung, Boost-Pads, weil wenn man hochfährt, dann, dass man dann einfach schneller ist. Oder halt einfach sowas, oder? Irgendwie so Dinge, die man einsammeln kann und wenn man die eingesammelt hat, ist man dann schneller, oder? Irgendwas, was ein bisschen Gameplay-Tiefe schafft, anstatt einfach nur hier die langweiligen Runden zu fahren. Ich wäre wirklich für die Boost Pads, wenn es berghoch geht. Ich meine, es gibt ja Boost Pads im Spiel. Hat man ja gesehen beim Stadtresort, wenn man darüber fährt, ist man schneller. Warum baut man die jetzt hier nicht einfach ein?
Ich stelle mir gerade so vor, wie es wäre, wenn es jetzt wirklich Bußpads gäbe. Wäre schon nice. Was sind also die kleinen Feinheiten, die in dem Spiel einfach fehlen? Was jetzt das Spiel nicht garbage macht, aber dann halt doch die gewisse Tiefe fehlt. Wie gesagt, andere Zielgruppe, aber meist auch gesehen bei Mario Kart. Man kann da ruhig ein bisschen mehr Tiefe mit den Items einbauen und es trotzdem halt für die Jüngeren interessant machen und auch die Älteren. Praktisch für beide Zielgruppen, ich sage ja nicht Zielgruppen, sondern viel mehr Altersstufen gerecht machen. Ist schon möglich. Und das hat leider das, was bei dem Go Vacation am zweitmeisten sagt. Das erste Mal ist ja wirklich Bewegungssteuerung. Ich meine, ja, der Control-Stick, der hat wirklich absolut keinen Nutzen. Und warum kann man nicht einfach die Wiimote seitwärts halten? Ich war schon wieder nervös, dass ich die nicht einholen kann. Ob die jetzt nicht doch irgendwie schneller sind als ich. Was cool wäre, weil ich dann nicht im Rennen komplett skippen könnte. Andererseits würde ich es machen. Aber ich sehe schon jetzt, so langsam nimmt der Speed raus und ich glaube, spätestens nach dieser Stelle mit den Steinen kann man ihn einholen, weil die da immer nicht gut die Kurve nehmen. Dann ist es einfach viel schneller, wenn man die innere Kurve nimmt und die CPUs nehmen die Kurve ziemlich weit außen. Deshalb man da schon etwas Zeit gut machen kann. Und das mit dem Sprintrennen ist eigentlich eine Lüge. Das ist gar nicht wirklich Sprint. Es ist einfach nur Rennen ohne Runden, beziehungsweise einfach nur eine Strecke, aber hat nichts mit Sprint zu tun. Denn habt ihr gesehen, das Rundrennen war ja eins, ich glaube Stufe 3 war es, unter einer Minute. Das sehe ich jetzt schon über anderthalb und bin noch nicht mal nah am Ziel. Jetzt habe ich ein bisschen die Kurve nicht gut genommen. Jetzt holt mich der CPU tatsächlich ein. Aber überholen kann er nicht. Lange nicht. Das ist halt so mein Kritikpunkt hieran. Ich meine, das ist jetzt nicht scheiße, das hier. Es ist halt einfach nur, dass da Gameplay fehlt. Wie gesagt, kürzere Rennen und vielleicht bei Stellen, die nicht so ganz interessant sind, Boost Pads, wo es einfach nur geradeaus geht. Damit kann man auch Gameplay-Tiefe schaffen, weil man dann ja nicht wirklich geradeaus fahren muss, sondern auch noch so kurvig fahren muss, um die meisten Boost Pads zu erwischen. Und man dadurch halt minimal schneller ist, was dann halt dem Spiel ein bisschen mehr Skill gibt und dadurch interessanter gestaltet wird. Ich bin schon jetzt bei 40 Minuten, kann nicht sein, dass es jetzt der Party eine Stunde dauert, aber ist okay, denn das hier ist ja wirklich nicht interessant und da habe ich halt den Part zwar eine Stunde lang, aber wirklich vom im Inhalt her eine halbe, da hört es ja auf mit den Rennen. Ich meine, diese Rennkürze, ich meine, ich spiele jetzt ungefähr eine halbe Minute und bei der Hälfte. Das ist eigentlich optimal. Jetzt will Bewegungssteuerung wieder nicht. Jetzt kommt wieder das Problem mit der Bewegungssteuerung, weil die nicht allzu präzise ist, weil es halt eben nicht war, wann die Wiimote dich waagerecht halten muss, sondern senkrecht. Was jetzt dieses Rennen dann doch schon relativ knapp gemacht hat, aber dennoch
machbar. Ich muss jetzt gerade auch auf die Uhr gucken, denn ich habe auch noch ein bisschen was vor heute, so termintechnisch. Aber ich denke, das sollte noch reichen. Okay. Ist man während man springt langsamer oder schneller? Ich glaube, man ist langsamer. Ich muss das zukünftig sein lassen, um zu springen. Mach ich einfach so, damit ich überhaupt erst gar nicht da hoch springe. Wenn es überhaupt einen Unterschied macht. Ich glaube aber schon. Einfach so, dann springe ich nicht so hoch, weil ich doch das Gefühl habe, dass man in der Luft langsamer ist. Auch das erwähne ich wieder schön kurz. Finde ich nice. Und so macht es doch viel mehr Spaß, hier zu fahren. Weil das scheint auch relativ kurz zu sein. Vielleicht nicht so ganz so kurz, aber trotzdem kurz. Weiß ich wo lang. Okay. Na, ganz da unten. Ist auch einmal schön eine Kurve. Und da sehen wir schon das Ziel vor uns. Jetzt noch ein Abstecher nach rechts. Ist okay. CPU sieht mal wieder nicht ganz so gut drauf. Kommt man noch nicht drauf klar, dass beim Ski die CPUs so programmiert sind, dass man es dann gar nicht gewinnen kann. Habt ihr gesehen, die sind einfach schneller. Die sind einfach schneller, was soll man da tun? Nein, nicht Großrennen. Sprintrennen. Letzte Stufe Sprintrennen. Danach geht's in, ich glaube, irgendwie freies Rennen. Werden wir ja gleich sehen. Okay, vom ersten Blick her schon, dass sie das kürzeste aller Rennen zu sein und holy shit. Ist ja wirklich kurz. Ist eigentlich genau dasselbe wie eben, nur wahrscheinlich noch kürzer und eine Kurve nach links statt rechts. Verdammt. Und trotzdem Fehler habe ich. Diesen richtig heftigen Vorsprung. Mal guckt euch das nochmal an auf der Karte. Wow. Habt ihr das gesehen mit der Kamera? Ich glaube, der hat sich da ein paar Knochen gebrochen. Okay, offenes Rennen. Ich glaube, da ist einfach nur, man muss von A nach B fahren, aber wie man von A nach B fährt, ist egal. Man darf sich den Weg selber aussuchen. Oh. Da hätten wir es mit kurzen Rennen. Übrigens, nach was sieht denn hier die Map aus? An was könnte sie angenehm sein? Es ist einfach eiskalt Deutschland. Ich glaube sogar, ja, es ist Deutschland. Mir ist übrigens mir im ersten Moment gar nicht aufgefallen. Also, als ich das so zum ersten Mal gespielt habe, ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Und WTF, was ist mit dem CPU da vorne los? Wie schnell ist er denn bitte?
der wieder uneinholbar oder was? Es sieht danach aus. Und dafür nimmt jetzt hier eine Scheißkurve. Der geht jetzt ganz außen. Ich fahre dann doch eher innen. Was dann dafür sorgen sollte, dass ich schneller bin wie er. Ich meine, die anderen Level können ja nur kürzer sein. Das ist die einzige Möglichkeit, wie die anderen Level länger sein können, wäre ja, wenn man von unten nach oben fahren müsste, aber das würde ja heftig sacken. Eigentlich müsste jetzt dieses Holzding da in 5000 Teile zerlegt worden sein, aber ich scheinbar nicht so. Stufe 4. Ist interessant. Ich frage mich gerade, ob es schneller ist. Erst nach oben, dann nach unten oder erst nach unten und dann nach oben zu fahren. Aber ich glaube, die CPUs fahren ja schon da unten lang. Und dann sollte ich es auch schaffen, indem ich einfach da unten lang fahre. Ich glaube, nach da oben lang ist es doch länger, als es aussieht, weil da die Strecke nicht so gerade ist. Und steil nach oben dann doch sehr lange braucht. Jetzt bloß den richtigen Weg auswählen. Wäre vielleicht cool, wenn die Karte etwas größer wäre. Könnte man besser sehen, was für einen Weg man am besten nimmt. Ich hoffe mal, dass es hier schon seine Richtigkeit hat. Da geht es ja gar nicht lang. Das hier optimal. Ja, die CPUs fahren da lang, also würde ich sagen, ja, es ist optimal. Was vielleicht cool wäre, wenn vielleicht das hier auf Zeit wäre, was mir gerade auch eingefallen ist, dass gar kein Rennen ist, sondern man sagt, ja, 3 Minuten, mach mal. Denn das freie Rennen ist halt eben schon daraus beeinflusst, wie halt die CPUs fahren. Das heißt, man kann sich ganz einfach abgucken, was nun der schnellste Weg ist. Und wenn es halt auf Zeit wäre und es praktisch keine Gegner gäbe, die einen verraten würden, wo der schnellste Weg ist, dann könnte man halt eben... Ja, dann müsste man selbst herausfinden. Ist mir auch so eingefallen. Und erstaunlicherweise ist das sogar länger als einfach von ganz nach oben nach ganz nach unten, beziehungsweise Norden-Osten. Wenn wir davon ausgehen, dass halt oben Norden und unten Süden ist. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir berghoch fahren und man dadurch dann doch sehr langsam ist. Ich hoffe, dass die anderen 3 Stufen auch nicht so 2,5 bis 3 Minuten gehen. Denn so langsam lässt der Bock auch nach. Aber passt schon.
ist einfach die Hoffnung, dass es jetzt kürzer ist. Nicht wirklich. Ein bisschen. Eigentlich ist es genau dasselbe wie bei Stufe 5, nur eben, dass man hier schon ein bisschen weiter unten oder südlich startet. Jetzt hier lang fahren. Machen es auch die CPUs? Sieht danach aus. Nein! Die CPUs nehmen alle einen komplett anderen Weg. Wobei. Ich will jetzt wirklich die Frage stellen, ob sie wirklich stets die optimale Route nehmen oder ob das, was ich lang gefahren bin, die schon die optimale Route ist. Nämlich, ich glaube, die fahren jetzt einen kleinen Umweg. Ich meine, die müssen jetzt einfach hin und her und ich kann jetzt einfach geradeaus durchfahren. Sieht zwar schon so aus, als ob sie etwas weiter vorne wären, aber wie gesagt, die müssen jetzt hier links, rechts und ich kann einfach nur geradeaus fahren. Was dann dafür sorgt, dass ich eigentlich einen viel schnelleren Weg nehme. Hat zwar mehr Hindernisse wegen den Steinen, aber sollte trotzdem der bessere Weg sein. Und ihr seht es auch schon, die CPUs sind einfach deutlich hinten. Schwachmaten. Und gegen die Fahne. Selbst die Fahne ist stabiler als so ein mit, was weiß ich, wie viel km/h fahrendes Minimobil. Normalerweise müsste jetzt die Fahne einfach umknicken und kaputt sein, aber das ist sie nicht. Jetzt muss ich hier nach. Ja. Ob es schneller ist, jetzt einfach schon direkt nach links oder Westen zu fahren. Oder kann ich das überhaupt? Muss doch gehen. Ja, so. Was? Wieso kann ich nicht nach da? Ach, nach da ist nach da, okay. Ist ja noch ein bisschen länger als ich dachte. Scheiße. Okay, das war echt nicht die optimale Route. Ich glaube, das, was die CPUs fahren, ist die optimale Route. Aber vielleicht schaffe ich es ja dennoch. Wobei berghoch doch schon ein bisschen dauert. Ein bisschen lange dauert. Die Teammates können es jetzt ganz einfach machen. Okay, das wird wirklich eng. Holy shit, wird das eng. Oder auch nicht. Da sind sie erst. Ich glaube, dass trotzdem beide Routen fast gleich sind, aber ich bin dennoch der Überzeugung, dass die CPUs doch die schnelle Route haben, aber sie haben halt nicht die innere Kurve genommen, sondern sind da ganz außen rum gefahren. Okay, jetzt von da aus wieder nach unten. Also beim ersten Mal einfach nur irgendwo starten und ganz nach unten, wo der Anfangspunkt ist. Beim zweiten Mal auch. Und beim zweiten Mal. Oh. Team jetzt den anderen Weg macht mich schon wieder leicht nervös.
Denn ich glaube, meine Route ist langsamer. Ja, RIP. Warum kann ich über den Zaun springen? Liss. Oh ja, es geht. Okay. Da bin ich schon zur Hälfte beruhigt. Okay, das sollte ich eigentlich schaffen. Also ich bin ja eindeutig vor denen. Vielleicht war ja meine Route doch die bessere. Lol. Also lieber wäre ich wieder für, dass man einfach eine Zeit erfüllen muss, damit man sich halt nicht abgucken kann, wie die CPUs waren. Denn ich glaube wirklich, dass die CPUs den Scheißweg genommen haben und ich da doch schneller war. Vielleicht auf den ersten Blick ist vielleicht die Route der CPUs besser, aber nachdem ich da einmal so Schlangenlinien gefahren bin, geht's einfach nur geradeaus und bergab. Was will man mehr? Dann habe ich auch hier alle Silberschlüssel. Und holy shit, 46 Minuten, oh, aber ich habe hier so ein mehr Gegenstände, das ist cool. Okay, weiter geht's im nächsten Part. Ich sag ciao.